Das Bahnhofsviertel. Ich sage, es ist ein Brennglas auf unsere Stadt und da können wir sehen, was passiert, wenn alles aus dem Ruder läuft. Es ist ein Elendsviertel geworden. Ich setze mich dafür ein, dass unser Tor zur Stadt wieder in ein Viertel führt, das wir alle lieben und das wir alle schätzen für die Vielfalt und für alles das, was es in diesem Viertel gibt. Und wenn wir jetzt gemeinsam in Runden sitzen, das heißt mit den Interessensverbänden, mit den Unternehmerverbänden, mit den Initiativen, mit den Hilfsorganisationen, Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit, wir alle zusammen mit der Politik und der Verwaltung, danach brauchen wir Handlungen. Wir müssen schauen, was hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, damit wir jetzt neue Ideen in Handlungen umsetzen. Dafür setze ich mich ein. Gemeinsam mehr erreichen.